Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World. Wir machen hier weiter, nachdem wir das riesige Viech da erlegt haben. Und ich würde ganz gerne mal gucken, was wir hier bei unserem Palico verwalten können und ob wir uns entsprechende Rüstung vielleicht nochmal anfertigen können. So, Palico-Status. Palico-Ausrüstung ändern. Dann lass uns nochmal schauen, ob wir hier eben was haben. Nee, haben wir nicht. Vitalitätsbombe und was haben wir hier? Schaufel. Ja. Ausrüstungstruhe. Nee, wir haben leider bisher nicht mehr Sets für unseren Palico. Aber wir selber müssen etwas stärker werden. Da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Wir werden also sofort zur Wildturmödnis. Ja, ja, ist ja gut. Kommandant. El Kommandante. Ihr werdet da schon hingehen, keine Sorge. Unheimliche Schatten werden wir annehmen. Was ist hier? Achso, hier nochmal einfach eine Objekttruhe. Gut, ich gehe mal gucken, was wir hier eventuell an Rüstung herstellen können. Ausrüstung. Insekten verwalten. Da mal eben kurz gucken. Ein Insekt entwickeln. Angriffstyp Stumpf. Pollenheilung. Oh, den können wir. Den können wir aufwerten. Ja, komm, machen wir mal. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber irgendwann werden wir es herausfinden. So, wir gehen nochmal wieder zurück. Und zwar auf Ausrüstung. Nee, warte mal. Verbessern. Da können wir ja mal gucken. Hier, Verteidigung 4. Ich finde unsere Ausrüstung an sich ganz cool. Ich schaue mir trotzdem nochmal eben andere Rüstungsgegenstände an. Das ist das, was wir gerade anhaben. Das haben wir auch dort. Hm. Sieht auch interessant aus. Hätte eine Verteidigung auf 6. Hm. Kästchen Z geht nicht. Da hätten wir sogar Verteidigung 10. Minus 3 bei Wasser. Bei dem Kulo-Set. Und wir könnten es sogar bauen. Lass uns doch mal eben weiterschauen. Gegen Eis hätten wir einen mehr. Gegen Feuer wäre, glaube ich, nicht schlecht, oder? Hm. Ah, okay. Aber dafür fehlt uns ein Rückgrat und eine Klaue. Weil die Verteidigung auf 14 stehen würde. Dann schlage ich vor, gehen wir doch einfach mal hier drauf. Flugdrachen-Lederhaut. Okay. Wir basteln das einmal eben. Da freuen sich alle wieder. Und da ist es. Möchtest du das ausrüsten? Ja, wollen wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall stärker. Das ist schon mal sehr gut. Legierungsset. Das könnten wir sogar basteln. Hätte eine Achter. Das noch nicht. Und hier fehlt uns wieder ein Rückgrat. Dann nehmen wir die nächst stärkere, oder? Nee, weniger gegen Feuer und so weiter. Gegen Wasser wäre das hier stärker. Was haben wir denn noch? Jagras? Nee. Hm, Knochenset. Ist alles auf 6. Aber wir haben nur einen auf 2. Dann basteln wir uns nochmal eins von dem hier. Ja, wollen wir anziehen? Okay, das haben wir getan. Jetzt können wir die Ausrüstung eventuell noch verbessern. Wo ist es denn? Da. So, Rüstkugeln. Verteidigungswert würde auf der nächsten Stufe 2 Punkte. Okay. Hier, komm.
Dann haben wir Verteidigung auf 12. Verbessern wir. So. Das ist schon mal gut gelaufen. Moment eben. Okay. Können wir das auch noch verbessern? Zur nächsten Stufe ein Punkt. Zack. Verteidigung 8. Verbessern. Ja. Okay, jetzt sind wir etwas besser für die Kämpfe gerüstet. Und dann würde ich auch vorschlagen... Oh, da. Gehen wir gleich mal ran an die Tafel. Neue Quest bekannt machen. Und zwar unheimliche Schatten im Sumpf. Nope, 1. So. Quest annehmen. So. Und wir können. So, schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Bin ich gespannt. Unheimliche Schatten. Zeitlimit 50 Minuten. Suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. So. Erstmal hier die anderen Sachen einsammeln. Oh Gott. Die sind ja riesig. Aber die sehen an sich, sag ich jetzt mal, harmlos aus. Beziehungsweise friedfertig. Was ist denn das? Rehe? Oh, was wir auch noch nie gemacht haben. Warte mal. Hier Grillspieß. Timing ist alles. Die Farbe des Fleischs und das Lied sind Anhaltspunkte. Dein Was? Timing hat nicht hingehauen. Du brauchst wohl noch etwas Drill am Grill. Machen wir nun mal. Blutiges Steak. Ah, wir können es nicht normal machen. Okay. Dann machen wir den hier. Batz. Hä? Das lebt noch? Das ist ja nicht zu fassen. So. Okay. Entschuldigung. So, Kelbyhorn. Weiße Leber. Das wollte ich nicht haben. Ich wollte eigentlich Fleisch haben. Was ist, wenn wir den hier platt machen? Guck dir mal die riesigen Ameisen an. Warum haben wir so eine Bamsel hinten? Interessant von der Rüstung her. Gut, finde den verschwundenen Gelehrten. Sollten wir so einen hier umkloppen? Weiß ich nicht. Aber wir machen es einfach mal. Oh. Weiche den Angriffen aus. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. So. Okay. Der ist hin. So. Abzerros. Ja, rohes Fleisch. Sehr schön. Zweimal. So. Okay, jetzt passen wir nochmal eben den Spieß hier hin. Ja, zu früh. Blutiges Steak. Nochmal. Ja, endlich. Sieht so lecker aus. So. Gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen vernünftigen Spieß. Wir bleiben mal auf dem Megatrank. Was? Moment mal, was ist das da? Was denn? Der Baum? Erstmal das hier pflücken. Warte, warte. Was ist mit den Spähkäfern los? Ja, die sind blau geworden. Sind das für Dornen? Alte gespaltene Dornen. Wer kann mit Dornen schießen? Können wir da froh? Ich meine, wir probieren es natürlich mal eben aus. Ja. So, da vorne ist ein kleines Loch, da können wir auch durch. So, ah, ja. Rein.
Irgendwo im Sumpf aus den Augen verloren. Okay. Müssen wir hier nochmal durch. Oh, Schweini. Und die aggressiven Viecher. Oh Gott. Ich will gerade nicht mit euch kämpfen. Wem gehört das? So, wir sollten also wieder Richtung Sumpf gehen. Was zum... Oh oh. Ah ja. Nee. Da will ich nicht nochmal gegen kämpfen. Das war schon hart genug. So, wir müssen mal eben kurz die Waffe ein wenig wetzen. So. Haben die jetzt wieder voll im Lot. Dann gucken wir mal weiter. Hier im Sumpf. Die sind blau. Können also ihre Farbe ändern. So viel steht fest. Nullbeere. Okay. Geh mal eben hoch. Was ist das? Runder Kaktus. Okay. Und der gibt Juwelenkaktus. Ist klar. Da vorne ist noch ein Käfer. Hätte den ganz gern. Aber ist egal. So, Nullbeere. Hochklettern? Wie wär's damit? Wohl zu hoch. Gehen wir hier mal weiter durch den Sumpf. Genau, ich hätte gerne... Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein... Ein Barot? Und vermutlich ist er lebendig. Knochenhacker. So, Felsknochen, okay. Was passiert nun? Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich habe ihn gesehen. Nein! Was hat... Der Juratodus, der hat den Barot nicht getötet, das war... Ernsthaft? das wird gerade von irgendwas anderem gefressen? Bei irgendein Krabbelvieh. Juratodus. Oh Gott! Jage den Juratodus. Ja, ja, aber... Das... Sei vorsichtig! Das Ding ist mir doch im Wasser überlegt. Oh Gott. Da wollt ihr nicht reinhüpfen. Was zum... Na, Mist. Dankeschön. So, dummer Fisch hier. Oh. So. Und einen zweiten. Ah, schade. Alter, was ist das denn für ein Fisch? Oh oh. Ich muss hier nur mal eben durch. Junge, Junge. So. Verdammt! Los, Waffe wegstecken. Und rennen. Gut. Was? Jetzt komm schon. Also im Wasser bin ich dem Viech auf jeden Fall unterlegen.
Mist. Na! Ah, verdammt. Da. Oh, Mietz. Mietz geht's gar nicht gut. Mit Schleuderzielen. Oh Gott! Das war das Falsche. Ah. So eine Schiete. Trink was. Wie können wir uns ranziehen? Sprinten, Waffe ziehen, Weg wählen, Schleuder ziehen, Fangroute, Fangnetz. Das kommt hier vielleicht irgendwo rausgeschossen. Also ich weiß es nicht. Ich hau jetzt einfach drauf. Jetzt nochmal on. So. Oh, das hat uns aber auch was abgezogen. Warum auch immer. Stopp. So. Oh oh. Das gefällt mir hier nicht im Wasser. Schnell mal wieder auf Boden. So, komm her hier. Dann hat man auch noch die dummen Fische dazwischen. So, Mietz, wie geht's dir eigentlich? Und, ordentlich. Was? Komm her, du. Mietz! Arme Mietz! Komm her, du dummes Drecksvieh. So, raus hier. Komm mal her, ihr Mietz. Wo ist er? Warte mal, der ist weggegangen. Da hinten. Der ist weggeschwommen. Wie konnte der unter Wasser... Wie konnte er so unter Wasser verschwinden? So, wir machen das hier mal eben voll. Das ist mir jetzt nämlich irgendwie nicht gerade geheuerlich. So. Hoch da. Kann ja nicht weg sein. Da ist er. Das Ding hat Beine? Ja, wir auch nicht gewusst. Die habe ich nicht gesehen. Mist. Ist unsere Waffe wieder nicht scharf genug? So. Und. Ordentlich ein reingewirkt. Kurz weg. Oh, oh. Und nochmal. Mietz ist am Boden. Oh ne, doch nicht. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Will er schon wieder abhauen? Komm her. Was ist das für eine Attacke? Ich habe keine Ahnung, aber... Als wenn wir das damit durchkommen lassen. Was? Oh oh. Oh Gott. Schön in den Kackerhaufen. Oh oh. Was? Welche Monster? Oh, da ist nochmal wieder einer. So. Kurz verstecken, damit wir ja nicht auffallen.
Eben kurz die Waffe wetzen. So. Auf zu brüllen. Hey, komm, du willst doch gar nichts von mir. Ich kann den jetzt nicht noch zusätzlich gebrauchen. Ah, Mist. Oh oh. Ein so ein Hieb könnte unser Ende bedeuten. Ups. Das war der falsche. Wo ist der Juratodus? Da. Normal. Oh, verdammt. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Wir müssen weg. Wollen wir hier mal trinken. Und wieder ran. Oh. Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, da irgendwie zwischen zu fechten die ganze Zeit, aber ich mach's trotzdem. Oh, du bist im Weg. Entschuldigung. Du bist immer noch im Weg. Entschuldigung. Oh Gott. Der hat mich getroffen. Wenn das so weitergeht, sind wir wieder kurz hin. Oh nee, 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 nee. Spinnst du. Mietz, komm her. Oh oh. Boah. Alter, ein Schlag, ey. Entschuldigung, Freunde. Ich sehe gerade Sterne. Wo willst du hin? Und ordentlich. Und jetzt nochmal richtig vorne. Nein! Mietz! Was hast du da alles? Ups. Juratodus-Material. Was ist das? Oh, Entschuldigung. Ah, wie blöd. Okay. Haben wir herausgefunden, was eine Lebenkröte kann. Wie geil ist das denn? Einmal gegengetreten. Komm, steh auf. Ah, das war ja blöd. Was hat mir gefallen? So, jetzt wollen wir mal gucken. Wie sieht's hier mit im Kampf fallen gelassenen Sachen aus? Material. Ja, sehr schön. So. Dann wieder mal straight hinterher. Haben wir den markiert? Nö, ne? Jetzt aber. So. Das nehmen wir auch mal wieder mit auf. Und weiter geht's. Das auch. Alles Punkte. Und weiter geht's. Hoffe ich mal, dass wir diesmal nicht down gehen, weil, naja, wie wir ja wissen, ist nicht ganz so geil. Da ist er. Warte mal. Wir haben ja gebratenes Steak. Blutiges Steak. Darf man das blutige Steak essen? Ich probier's mal. Jo. Noch mehr Ausdauer. Richtig gut. Wir sollten öfter mal was schlachten. Bleib mal hier. Hallo? Ich sagte hier bleiben. So, hoch da. Und ja, wir haben mehr als genug Ausdauer. Na, ich will nach hinten. So, und schön weiter drauf einhaken. So. Das
ziemlich cool aus, wie wir da oben drauf kämpfen. So. Oh, oh. Oh, hat uns runtergeworfen. Was war das? Wie haben wir das gemacht? Das möchte ich öfter machen. Okay, wir haben keine Ausdauer mehr. Und nochmal. Und jetzt mit dem Herdessen. Das muss doch mal down gehen, das Viech. Vor allem will ich dem Viech den Schwanz... Ups! Abschlagen. Keine Zeit für so ein Mist. Batz! Oh. Jetzt aber! Na. Wo willst du... Das ist doch angeschlagen, oder? Komm her! Oh. Junge, ich komm dich holen! Ja, weggekarpfen. Nichts zu tun. So. Weiter rennen. Wo willst du hin? Wieder in deinen Anfangstümpel oder was? Mist. Heilung. Danke. Doof. Miet. Komm mal hier. Hier bin ich. Du hast so Heilung. Ja, dann halt nicht. Dann nehmen wir uns. Oh, 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 oh. Also, wenn du Ärger willst, ne? Kannst ihn haben. So. Er liegt. Nein. Wo willst du jetzt wieder hin, hä? Was? Okay, warte mal. Ich will kurz die Waffe wetzen. Okay. So. Oh, oh. Das hätte auch in die Hose gehen können. So. Jetzt aber. Jetzt wird doch verarschen, oder? Und ordentlich. Yes. Hauptziel abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, bloß, dass mit diesen Dornen etwas absolut nicht stimmt. Dann nehmen wir den mal aus. Ja, wir stecken gerade drin. Tief im Morass. Juratotus-Schuppe. Juratotus-Reißzahn. Okay. Haben wir alles? War schon, oder? So, das können wir nochmal eben einsammeln. Wir haben ja noch 30 Sekunden. Alles mitnehmen, was mitzunehmen geht. Hier noch eben Knochen. Ich jetzt nicht. Also, hier nochmal wieder ein paar Punkte sammeln. Geh weg, du Fisch! So, 10 Sekunden. Ja, und da sind wir mit unserer Beute. Ordentliches Viech erlegt. Quest erfüllt! Da hast du ja nichts. Bist sauber. Boah, da, wie das aussieht, ey. Richtig gut. Monsterknochen M haben wir wieder bekommen, das ist auch cool. Panzer und Flosse, Felsknochen hatten wir. Das ist Knochen M, oh. Ein paar mehr Monsterknochen M, so wie es aussieht. 4 Stück insgesamt, sehr cool. Oh, nein, nein, nichts verkaufen. Alles nehmen. Ganz genau, auch alles nehmen. Wir nehmen erstmal alles, verkaufen können wir immer noch. Und Palico ist auf 5, Gadget-Erfahrung auf 3. Sehr cool. Was für eine gute Quest, wie erfolgreich wir da gewesen sind. Trotz dass dieser Barot? Oh, Barot. Kommt alle her, wir können sofort beginnen. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind.
Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Die große Schlucht? Das große Tal hinter dem Wildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Hey, hört sich gut an. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanat. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jägerin, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du, du könntest... Ja. Sehr gut. Sehr. Machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Wegtreten! Ahoi. Junge Idee, also. Wir sollten uns vielleicht anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Das können wir gerne machen. So, jetzt wollen wir erstmal wieder ein paar Sachen wegpacken. Obwohl, nee. Das machen wir beim nächsten Mal. Wieder schön was erledigt. Und tolle neue Rüstung. Ziemlich cool. So kann es doch weitergehen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Monster Hunter World. Ciao.